Ja, es ist wunderbar, dass man da jetzt selber mitten in der Bachhofstraße, mitten in der Lütt, einfach fröhlich vor sich hin singen kann. Ja, ich da lasse, was meine Enkel spielen da. Etwas zu essen und zu trinken. Ja, ja, genau. Damit wir länger durchhalten. Richtig, das ist wichtig. Danke. Bitte.
ist doch schön. Jetzt schauen wir die vielen Leute an. Jetzt hat es mal ein Weihnachtshäuschen in der Bahnhofstrasse. Es hat die Leute, sie lachen. Ich glaube, ja, es ist der Plausch. Tipptopp. Mir gefällt es. Also wir vom Marketing haben das erste Mal hier einen Weihnachtsmarkt organisiert. Wir sind super zufrieden. Mega coole Häuschen, Vielfalt der Angebote. Und ja, die Leute kommen. Schön, um hier zu stehen und zusammenhöckeln, etwas essen, etwas trinken. Alles super. Weihnachtsstimmung. Fröhliche Weihnacht überall, können durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtssohn, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, können durch die Lüfte froher Schall. Darum alle Stimmen in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtssohn, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Ja, ich bin aus Feldkirch und ich backe biologisch aus Dinkelmehl und aus verschiedenen anderen Getreidesorten. Und das ist einfach ein großes Hobby von mir und ich freue mich auf viele Marktbesucher. Riebel, Rietäler Riebel, frisch gemacht mit Äpfelmus, Kürbissuppe, Gerstensuppe. And I am filled with wonder.
Das ist ganz toll, dass sie mitmachen kann. Wirklich, ja, sicher. Und das auch unterstützen. Das gibt immer Action ins Haus, wenn man zu Hause üben muss. Und dann sehen wir so einen Auftritt, was es geleistet hat. Ja.